So ganz grundsätzlich würde ich eigentlich sagen, jeden Tag haben wir hier Kontakt mit dieser Förderung. Aber sicher ein grosser Teil ist das Lesen im Fenster, wo wir einmal im Jahr in den Frühlingsferien veranstalten. Wo Kinder können, ein Buch auslesen bei uns und eine halbe Stunde in unserem Schaufenster können lesen und das Buch dann dürfen mit heimnehmen dürfen. Und es sind immer zwei Wochen, wo mega viele Familien da sind und die Eltern wie auch die Kinder mega Freude haben an dem. Das ist jetzt gerade, ich könnte ganz kurz erzählen, aber ich denke, etwas vom Wichtigsten ist, wenn Schulklassen zu uns in den Laden kommen, weil die haben die ganze Palette von Kindern, die sich total gewöhnt sind, dass ihnen vorgelesen wird, und auch Kinder, die buchfern aufwachsen, und dort ist wirklich, da können wir richtig etwas bewirken. Ja, also ich habe drei Kinder zwischen 7 und 14-jährig, und das ist natürlich wirklich das Lesen bei den einen und noch das Vorlesen ein sehr wichtiger Teil, auch für so Ritual zu haben in der Familie, wenn es um das Einschlafen geht oder wenn es um das Ablenken geht. Also es ist ein wichtiger Bestandteil Bücher in unserer Familie, und ich habe auch noch viele Bücher aus meiner Kindheit, wo immer noch wichtig sind und wo ich mich freue, wenn sie auch Anklang finden bei meinen eigenen Kindern. Bei Baobab Books ist Leseförderung der Alltag. Das ist unsere Motivation, unser Auftrag, den wir uns gegeben haben als Organisation. Und insbesondere die interkulturelle Leseförderung. Das heisst für uns einerseits, dass wir möchten ein vielfältiges Angebot ermöglichen oder den Kindern, auch den Kindern und Jugendlichen, einen vielfältigen Zugang schaffen zu einem vielfältigen Angebot. Und wir überlegen uns in diesem Zusammenhang natürlich immer auch, was braucht es für Strukturen, was braucht es für Projekte, was braucht es an Grundstruktur, aber was gibt es auch für Möglichkeiten, ganz punktuell Projekte aufzuziehen, wo Kinder Begegnungen haben und positive Leseerfahrungen machen können, ganz egal welchen Hintergrund oder aus welcher Lesekultur oder überhaupt Kultur sie kommen. Und das ist das, was uns Tag ein, Tag aus beschäftigt und wo zum Beispiel auch am Schluss einmal im Jahr das Verzeichnis Kolibri rauskommt, was Leseempfehlungen für Kinder und Jugendliche enthält zum Thema kulturelle Identität und interkulturellem Dialog. Ansatz für die Leseförderung gibt es tatsächlich sehr viele. Für uns jetzt bei Baobab Books ist es spezifisch wichtig, auch die kulturelle Vielfalt aufzunehmen oder eben auch zu sagen, es braucht vielfältigen Lesestoff für ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen, weil Bücher, die mich spiegeln, Bücher, die meine Fragen aufnehmen, das ist etwas, wo ich auf natürlicher Weise auch weiterlesen will, wo ich merke, ein Buch gibt mir etwas zurück und es lohnt sich zu lesen. Das ist jetzt für uns eigentlich wieder der zentrale Ansatz. Und abgesehen davon ist es einfach sehr wichtig, dass Kinder, so vielfältig wie sie sind, wie sie im Leben stehen, in ihren Lebensphasen, in ihrer Herkunft, so vielfältig muss auch das Buchangebot sein. Sei es formal, von der Ästhetik her, Stilfragen, wo sind die Bücher, wo findet man die, in welchem Rahmen findet man die Ruhe, die es braucht zum Lesen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und das ist sehr wichtig, dass es einfach in unserem Land ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, ein Buch überhaupt zu finden oder den Zugang zum Buch zu finden. Die Leute, die zu uns in den Laden kommen, die sind ja schon sehr sensibilisiert. Sie sind schon auf der Suche nach den Themen, die wir natürlich auch anbieten. Und deswegen kann ich nicht sagen, ob das jetzt mehr so gefördert werden, weil ich habe das Gefühl, es findet statt. Vielleicht, ja, weißt du, oder vielleicht weißt du mehr darüber. Also jetzt gerade in der Mütter-Väter-Beratung ist es eigentlich gleich. Wir wissen, dass das Angebot genutzt wird von den Familien, die sich Gedanken machen über Erziehung, Ernährung, Vereinbarkeitsfragen oder eben zu entdecken mit Spiel und Buch etc. Und wir wissen, dass wir Familien mit Migrationsgeschichte oder auch Geflüchtete weniger gut erreichen, weil sie das Angebot nicht kennen.
Und da versuchen wir wirklich auch einen Effort zu machen. Und es ist noch schwierig, einfach ein Rezept zu haben, aber ich denke schon, dass man dort sicher mit so einem Programm, wo man Familien früh unterstützen kann, begleiten, gerade auch im Einfädeln ins Bildungssystem und Sprachförderung oder Unterstützung, sich zurechtzufinden, dass es sicher so ein Programm gibt in den Städten. In der Stadt Bern heisst es zum Beispiel Primano, dass das etwas ist, was man noch ausbauen kann, wo ich denke, wo man Hürden abbauen kann, für das ja, Kind auf ihrem Bildungsweg, um dann auch in die Berührung zu kommen mit Büchern, mit Geschichten, ein bisschen Unterstützung kaputt werden. Aber ich würde jetzt auch keine Statistik kennen oder ich könnte jetzt auch nicht den Trend feststellen. Ja, ich kann vielleicht sagen, dass es zwar wir jetzt generell ein grosses Bewusstsein oder ein stark gestiegenes Bewusstsein feststellen. Es ist eigentlich mittlerweile allen klar, dass das wichtig ist, dass es sehr vielfältige Ansätze braucht. Aber dem entgegen steht einfach die jetzt auch monetär wirklich sehr geringe Förderung in dem Land von Leseförderung. Also wenn man die Zahlen anschaut, ist wirklich sehr wenig Geld dafür vorhanden. Das ist jetzt etwas, was wir auch selber erleben, aber auch viele von unseren Partnerinnen und Partnern, die eigentlich alle ständig beschäftigt sind, ihre Überleben zu sichern, damit sie die Projekte machen können, die dann wiederum sehr gern gesehen werden oder sehr geschätzt werden. Da gibt es für mich schon einfach eine rechte Diskrepanz jetzt bei uns, wo ich finde, auch politisch fehlt der Stellenwert oder das Verständnis dafür, was das eigentlich heisst und was eine Gesellschaft bedeutet, wo eben das Tiefenlesen, das du angesprochen hast, oder überhaupt Lesen, aber vor allem eben auch das Tiefenlesen, einfach nicht mehr oder zu wenig stark vorhanden ist. Und alle möchten dann auch, dass es später, dass die Literatur in unserer Gesellschaft einen wichtigen Stellenwert hat, aber was ist denn, wenn die Leserschaft fehlt? Weil eben in der Kindheit dass die Zugang gefehlt haben. Da, finde ich, gibt es einfach so eine gewisse Lücke. Leseförderung für mich heisst, Kinder, junge Menschen, aber durchaus auch Erwachsene, möglichst vielseitige Leseerfahrungen und Lebenserfahrungen zu ermöglichen. Und vor allem auch Lesen als eine positive Erfahrung zugänglich zu machen, zu ermöglichen, weil das, was ich lese, etwas mit dem zu tun hat, was mich beschäftigt, wer ich bin, wer ich will werden. Und dass da die Literatur sich verbindet auch mit dem Leben, mit der Lebenserfahrung von jeder Leserin und von jedem Leser. Sicher auch abhängig davon, wie fest eine Gemeinde engagiert ist oder eine Schulleitung das fördert, wie schön auch das Bibliothek ist und das auch pflegt mit den Klassen, dass man das besucht, dass man das Angebot nutzt und das auch, ich war kürzlich in der Gemeinde mit einer wunderschönen neuen Bibliothek, die mehr ist als eine Bibliothek. Also wirklich auch zum ein Erlebnis bietet, auch wie sie eingerichtet ist, wie sie zum Verweilen einlädt. Und es gibt wahrscheinlich dann auch schon sehr grosse Unterschiede, kann ich mir vorstellen. Ich glaube tatsächlich, das ist auch in dem Sinne ein Problem. Also es gibt eine gewisse Förderung auf Bundesebene. In den Kantonen und in den Gemeinden ist es im Prinzip hängt es an einer einzelnen Person, ob das jetzt wirklich portiert wird oder an einer Kommission, bis letztlich an einzelnen Lehrpersonen oder Bibliothekarinnen, was sie jetzt aus dem machen. Und das ist, glaube ich, das Verhängnisvolle. Dass wir die einen haben Glück und stoßen auf eine Person, die das wirklich sieht und die Wichtigkeit sieht und sich auch persönlich engagiert und die anderen halt nicht. Und da fehlt jetzt vor allem auf Kantons- und Gemeindesebene, denke ich, fehlt wirklich etwas an Bewusstsein und auch an Strukturen, dass es heisst, wenn der Bund so viel Geld zur Verfügung stellt, müssten eigentlich Gemeinden und Kantone mindestens ebenso viel Geld zur Verfügung stellen. Oder dass man wie sagt, da wird etwas nachgedoppelt, da gibt es wie zwei Töpfe und das ist nicht dem Zufall überlassen. Ich glaube, da liegt in unserem Land tatsächlich noch einiges drin. Ja, ich bin natürlich auch der. Also, aber ich habe es vorhin schon gesagt. Einerseits kommen ja hierher nur die schon eine super Bibliothek führen und die Lehrerinnen und Lehrerinnen, die das sowieso machen. Oder wegen dem kommen sie auch hierher, weil sie hier ihre Sachen finden. Aber natürlich finde ich auch, dass man unbedingt mehr. Also, jetzt nicht nur Bibliotheken und in Schulen, sondern
dass auch hier Lesen-Animatorinnen ausgebildet werden, also dass dort auch viel mehr passiert. Und da ist wirklich, wie du siehst, einfach zu wenig Geld rum. Ja. Und fragt man sich schon, ja, also Lesen heisst eigentlich Teilhabe an unserer Gesellschaft, oder? Das ist eigentlich, setzt voraus, dass man kann abstimmen kann, dass man irgendwie Abstimmungstext überhaupt versteht. Und deswegen ist es natürlich total wichtig, ja, dass dort etwas passiert. Mhm. Das stimmt schon. Ja, und Literatur heisst Meinungsbildung, heisst ja. Identifikation, heisst Auseinandersetzung, Vertiefung. Und das ist unübertroffen, was ein Buch kann leisten in dieser Hinsicht an Persönlichkeitsbildung. Mhm. Und wenn das vernachlässigt wird, denke ich, ist es tatsächlich gravierender, als man so meint. Ja, dann wird später die teufe Wahlbeteiligung beklagt, ja. Oder dass nicht genau. So viel an Demokratie partizipiert wird, etc. Ich denke, das ist dann auch schon ein bisschen der Widerspruch, oder, ja, wo du angesprochen hast. Man muss auch sehen, es war immer so, dass Lesen etwas für eine Minderheit war. Das war auch vor 50 Jahren nicht anders. Aus meiner Sicht ist es einfach sehr wichtig, dass man sehr früh sehr positive Erfahrungen machen kann, weil das hat man erlebt. Und auch wenn's dann, wenn der berühmte Leseknick kommt, dann kommt er halt. Aber dafür ist man dann vielleicht mit 25 oder auch mit 40 oder mit 57. Man vergisst das nicht und kann auch wieder darauf zurückkommen, auf die Leseerfahrung, wenn das Leben vielleicht wieder ein bisschen ruhiger wird oder wenn man gerade ja, merkt, man ist empfänglich dafür. Ich würde jetzt nicht sagen, es müssen jetzt sowieso alle immer nur lesen, aber ich finde, gerade die frühe Erfahrung ist einfach etwas eminent Wichtiges, weil das einerseits das kognitive Bewusstsein so fördert und weil es halt ja, etwas ist, das einem nicht mehr genommen werden kann, das man mitträgt. Oder du hast vorher gesagt, ja, du hast noch die Bücher aus deiner Kindheit. Man vergisst das nicht. Und plötzlich kommt der Moment, wo das wieder wichtig wird und wo man es weitergibt. Aber wenn man diese Erfahrung nicht gehabt hat, dann ist es halt für immer weg. Wir haben auf die Fahne geschrieben, dass wir die Rollenbilder brechen wollen. Also sicher möglichst genderneutral. Wir sind natürlich gegen Rassismus. Wir wollen Welten eröffnen. So, also es sind halt alles Schlagwörter, aber es ist wirklich, wir machen das wirklich. Und seit 50 Jahren steht der Laden für das. Also auch schon meine Vorgängerinnen haben eigentlich mit diesem Hintergrund den Laden eröffnet. Und ganz konkret ist es aber natürlich so, dass wir sehr froh sind um Vertreter und Vertreterinnen, die auch über Inhalte uns Bescheid geben vorher. Und dass wir verlassen uns auf Verlage. Unter anderem ja, ist jetzt auch der Baobab-Verlag natürlich ein wichtiger Verlag für uns, wo wir wissen, ja, das ist einfach verhebt, oder, was dort drin steht, eröffnet Kulturen. So, also, genau. Ich möchte das Positive aufnehmen oder das positive Leseerlebnis. Ich habe jetzt einen Sohn, der 11 ist, der jetzt nicht so die Leseratte ist wie jetzt meine Tochter oder wie du sicher eine bist, Enea. Und ich finde, das ist jetzt auch nicht das Problem. Ich tue das auch nicht problematisieren, sondern überlege mir halt, und dann kommt dann die tolle Beratung in wirklich Fachgeschäft. Sehr unterstützend dazu. Wie kann man auch zum Beispiel jetzt das grosse Hobby Fußball vielleicht verbinden mit einem coolen Leseerlebnis oder mit Comics? Oder jetzt kommen auch die Mangas, die manchmal wirklich super im Trend sind bei gewissen Gruppen, wo ich finde, kann man sich ja auch überlegen, wie kann man ja, dort immer wieder mal einen guten, positiven Input geben. Und es hat auch immer wieder funktioniert. Und da ja, habe ich auch immer wieder profitieren von dieser wirklich gute Beratung. Ich habe den Eindruck, dass auch die Buchhändlerinnen und Buchhändler der Lehrgang sehr gut ist in der Schweiz. Und es auch viele gute kleine Buchhandlungen gibt, nach wie vor auch in der Stadt Bern, die da sehr gute Arbeit machen. Ja, es ist jetzt sicher nicht ein Thema, das sehr dominant ist im politischen Alltag, würde ich sagen, Leseförderung. Es ist dann sicher so wie ein Bestandteil der ganzen Bildungsthematik. Und Volksschule ist halt wiederum bei den Kantonen, wo jetzt auf Bundesebene nicht so, ja, nicht Kompetenz angesiedelt ist. Aber ich weiss zum Beispiel, dass eben der Vorlesetag, der einmal im Jahr stattfindet, sich die Organisation auch sehr darum bemüht, dass überparteilich Politikerinnen und Politiker in die Schulen gehen und vorlesen und sich mit dieser Thematik auseinandersetzen.
Ich habe auch sehr viele Gespendli im Parlament, überparteilich, die sich sehr engagieren, freiwillig Schulklassen ins Bundeshaus zu empfangen und Führungen zu machen. Ich denke, das ist jetzt nicht eine direkte Leseförderung, aber es ist sicher auch irgendwo ein Austausch machen mit jungen Menschen und für die Politik können zu begeistern. Oder einfach ja, aufzuzeigen, Politik ist nicht etwas Abstraktes und nichts mit dir zu tun hat. Aber jetzt so Leseförderung konkret ist mir noch nicht häufig begegnet jetzt, im parlamentarischen Alltag, muss ich sagen. Ja, die Leseförderung ist ja in der Kulturbotschaft auch ein kurzes Kapitel wert. Es ist sehr kurz und wie ich vorher schon gesagt habe, auch der Betrag ist sehr klein. Und das erstaunt mich dann auch wieder für die Wichtigkeit und dass die Leseförderung eigentlich wie ein Querschnittsthema ist durch so viele politische Themen. Und ja, dort wäre es schon wünschenswert, wenn es auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und eine größere Gewichtung gäbe. Aber es ist halt, ich denke, es ist ein bisschen wie eine Kettenreaktion. Also, welchen Platz haben Kinderrechte in unserer Gesellschaft? Welchen Platz hat Literatur in unserer Gesellschaft und Kinderliteratur und dann noch die Leseförderung? Und das ist wie ein Stecken, der immer weiter runtergeht in der Aufmerksamkeit, in der Wahrnehmung. Und da denke ich, ja, wie ich vorher schon gesagt habe, täte es unserem Land wirklich gut, die Aufmerksamkeit ein bisschen zu verschieben oder irgendwie die Wichtigkeit auch zu anerkennen. Und andere Bereiche sind sehr hoch dotiert, auch in der Kultur, im Kulturbereich, wenn man jetzt das vergleicht, auch Literatur und Film, wo ich nicht ganz verstand, wieso denn die Literatur mit so viel weniger Geld gefördert wird als der Film zum Beispiel, wo eigentlich ja, viel zugänglicher ist mit so vielen Buchhandlungen im Land, mit so vielen Bibliotheken im Land, mit Verlagen, wo die Grundlagenarbeit leisten. Das ist ja, jetzt als Vertreterin von dieser Branche wirklich für mich ein bisschen unverständlich. Also mein Wunsch wäre wirklich, dass in den Medien, in den Tageszeitungen, dass es einfach mehr besprochen wird, dass einfach mehr gute Bücher besprochen werden, gute Texte, lustige Geschichten für Kinder, dass das einfach wie im Feuilleton einfach dazugehört, täglich. Das wäre mein grösster Wunsch. Mein Wunsch wäre, dass Kinder, also egal welches Alter, egal welcher kulturellen Hintergrund, Zugang zu Büchern haben, dass ihnen vorgelesen werden kann, dass sie selber lesen können. Und wie das nicht verlieren, wenn sie älter werden. Also, dass sie immer dass sie mit dem Buch aufwachsen und das auch beibehalten, dass das Lesen ein Teil das zu ihrem Leben gehört, dass das ein Teil von ihnen ist. Ja, ich würde mir wünschen, dass die Lobby von Leseförderung stärker könnte werden und auch die Unterstützung bekommt, die sie verdient, für dass sie eben auch Verbündete finden in der Politik auf allen Ebenen, dass wir das Thema, dass wir dem Thema auch die Bedeutung geben, die es verdient. Ja, ich würde mir wünschen, dass das, was an der Basis geleistet wird von so vielen Menschen, wo wirklich tolle Arbeit ist, engagierte Arbeit mit ganz unterschiedlichen Ansätzen, dass das tatsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Vernetzung und eben auch auf der politischen Ebene, du hast gesagt Lobby, das nehme ich gerne als Wort auf, dass es auch eine Lobby gibt für die Arbeit und dass es eine öffentliche Wahrnehmung gibt und dass die Marginalisierung von dem Thema ein bisschen aufgehoben werden kann, Stück für Stück. Ja, dann wirklich die allerletzte Frage, Flavia und Sonja, haben ihr euch wohlgefühlt? Ja, es ist genau das, was Ruth beschreibt. Oder man kommt hier rein und man möchte einfach verweilen. Es ist ein gemütlicher Ort. In den Büchern fühle ich mich immer gerade wohl. Und das Erlebnis macht dann das Einkaufen noch viel wertvoller. Für das muss man sich Zeit nehmen, darauf einlassen. Also, ich habe es auch schon versucht, im grössten Stress noch schnell mit einem Kind ein Buch zu kaufen. Das ist keine gute Idee. Es geht nicht, genau. Aber ich fühle mich sehr wohl hier, ja.
Ja, es ist, wenn man selber Bücher macht und ich bin sehr in dem Prozess, auch in dieser Welt mit den Autoren, mit den Druckern, was auch immer, dass es so braucht und dann wieder in einer Buchhandlung zu sein, tut einfach immer gut. Und auch eure unglaubliche Arbeit zu sehen, die Bücher auszuwählen, die Bücher einzukaufen, die Bücher zu sortieren, ans Publikum zu gelangen. Und ja, für das braucht es euch und da bin ich einfach auch unglaublich dankbar. Und das zu erleben, ist auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl.